Herr Horsel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schaugny. Ich höre gerne mal zunächst Ihre Kurzanalyse zu der schon seit langem bestehenden Konflikt. Ich bin eigentlich erschüttert über das, was da passiert, weil es so vollkommen jenseits der Werte ist, für die unsere NATO-Regierungen immer behaupten, dass sie dafür einstehen. Da stellt sich also ein Volk auf die Hinterbeine nach dem zweiten westlich organisierten, bezahlten und durchgeführten Staatsstreich innerhalb von 10 Jahren und sagt, okay, wir wollen jetzt dies und das. Wir wollen zum Beispiel, so seitens der Krim, wir wollen jetzt zu Russland gehören. Ja, da gibt es eine Abstimmung und eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung sagt, wir wollen zu Russland gehören. Jeder auf der Welt weiß, es ist historisches Land und stattdessen schreit die NATO rum, als sei Wunder, was für ein Verbrechen passiert. Da ist kaum ein Schuss gefallen auf der ganzen Halbinsel. Alles ging friedlich und die Menschen haben das Gefühl, jetzt sind wir wieder zu Hause. Das ist der eine Punkt. Dann bleibt die Restukraine übrig und nun könnte man sich ja auch vorstellen, dass so ein Regime wie das von Killer-Nazis gestützte Putschregime oder Staatsstreichregime in Kiew könnte daraus irgendeine brauchbare Lehre ziehen. Davon kann aber nicht die Rede sein. Kaum erscheint also der CIA-Chef Brennan, und inzwischen hat das ja auch noch zugegeben, das ist ja das Allerschönste, in Kiew zu Besuch vor ein paar Wochen, fangen die also an, gegen ihr eigenes Volk eine Sondertruppe in Marsch zu setzen. Und die kämpft noch heute und soll weiterkämpfen. Sie haben es eingangs sehr verdienstvoll erwähnt. Darum geht's hier. Es geht ums Unterdrücken. Die Menschen in verschiedenen Gegenden der Ostukraine haben also nun abgestimmt, auch mit überwältigendem Andrang. Da gibt es ja wieder hier im Westen Verschwörungstheoretiker, die behaupten, das sei alles mit Absicht gemacht, dass es so wenig Wahllokale sind und deswegen waren die so überlaufen. Man wollte nur diese Bilder haben, dass die sich alle drängen. Also ich habe wirklich das Gefühl, das ukrainische Volk kann machen, was es will. Es findet sich immer irgendeiner, der versucht, da einen Strick draus zu drehen. Statt einfach mal zu sagen, Leute, das ist Demokratie, dafür steht der Westen doch angeblich ein. Warum, in Klammern zum Teufel, erkennt er das nicht an? Und das ist die Situation, um die es jetzt geht. Und jetzt kommt auch noch die USZE, nicht mit ihrem Schweizer Chef, Herrn Burkhalter, und macht tolle Vorschläge und die sind so abseits der Realität, dass man eigentlich sich fragt, wie soll das weitergehen? Herr Horsel, Sie redeten gerade in Ihren Ausführungen ein paar Mal von der Putschregierung in Kiew. Aber diese Putschregierung genießt weiterhin volle Unterstützung des Westen, vor allem der USA. Wie ist das dann zu erklären? Das ist ja eine ganz kurze Erklärung, Herr Schorokny, die liefere ich Ihnen in einem Satz. Die USA haben den Staatsstreich doch führend organisiert, der diesen Haufen unqualifizierter Menschen da an die Spitze gehoben hat. Und natürlich stützen sie die. Das haben sie weltweit in den letzten 100 Jahren überall gemacht. Und davon wollen sie natürlich nicht heute plötzlich lassen. Wenn so ein Goldstückchen wie Russland dahinter sitzt, das man ja auch schon zu destabilisieren versucht seit vielen Jahren, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und war ja schon mehrfach vor Erfolgen. Nicht? Man hatte ja auch schon Herrn Chodorkowski, der gerne einen Großteil der Ressourcen an eine amerikanische Firma verscherbelt hätte oder an mehrere und konnte von Putin gerade noch gestoppt werden. Ja, ein toller Mann, jetzt lebt er in der Schweiz mit seinen vielen Millionen und wird vom Westen gerade als neuer möglicher Präsident Russlands aufgebaut und den Leuten verkauft als ein toller Held. Ja, solche Sachen machen wir. Und diese ganze Politik ist für Leute, die sich ein wenig auskennen und die ein bisschen Mühe da reinstecken, auch täglich ganz gut durchsichtig. Sie ist nichts Neues. Das macht der Westen seit zig Jahren. Das macht er auch seit vielen Jahren im Iran genauso. Wir kennen die Geschichte von Herrn Mossadegh. Da hat sich dann inzwischen mal Madeleine Albright, die damalige Außenministerin, entschuldigt für diesen Fehlgriff der USA. Ja, ich meine, was hilft es auch, wenn wir uns immer 50 Jahre später entschuldigen? Das hilft den Völkern gar nichts. Man setzt seine machtpolitischen Ziele einfach um, ohne Rücksicht auf Verluste, insbesondere dann natürlich vor Washington, wenn das nicht in der Nähe passiert, in Mexiko oder Kanada oder sonst wo, sondern schön weit weg in Europa.
Die haben ja auch wegen der ungeheuerlich unterschiedlichen Handelsvolumen, nicht? Das haben wir ja auch schon besprochen, 27 Milliarden gegen 410 Milliarden US-Dollar, die da zu Buche stehen. Da können sich die USA das nach ihrer Ansicht locker leisten, hier mal in Europa die Hütte anzuzünden. Und das ist das, was sie gerade tun, sehr, sehr bewusst und außerordentlich politisch kurzsichtig, geradezu dumm. Denn was Hilfe ist, wenn sie jetzt ganz Europa dazu zwingen, diese Politik fortzusetzen und würden allerdings den Goodwill Europas darüber verlieren? Gar nichts. Das wäre einfach eine gute Politik, genau bis morgen oder übermorgen, 1,5 Jahre geht sowas vielleicht noch gut und dann ist es vorbei. Herr Hossel, wenn die westlichen Länder allen voran die USA es provoziert haben, warum machen das dann Russland zum Vorwurf? Das nenne ich inzwischen eine Psychose in Washington und in der NATO, dass die NATO ja seit Menschengedenken nun, also seit vielen, vielen Jahren, anderen Völkern immer genau das vorwirft, was sie selber tun. Ja, das fängt bei Terrorismus an, das geht hin zu Aggressionen, ja. Dem Iran wird vorgeworfen, er baut eine Atombombe, aber das einzige Volk der Welt, das sie je geworfen hat, sind die USA. Das sind aber die, die dem Iran den Vorwurf machen. Das ist ja nur ein Beispiel aus ihrer Nähe. Russland wird irgendwelche Aggressionen und Einmischungen in der Ukraine vorgeworfen, aber das einzige Land, das da fremde Truppen unterhält, sind die USA mit ihrer verfluchten Söldnerfirma Academy. Also was soll es denn? Den Russen wird vorgeworfen, sie hätten da ihre Geheimdienste marschieren, aber es war die Maidan-Führung, die jeden Tag während dieser tollen Revolte in Kiew stundenlang sich in der US-Botschaft aufgehalten hat und hat dort jeden Tag ausführlich sich briefen lassen, was nun zu tun sei. Es ist einfach nur noch grotesk, Herr Scholz. Herr Hossel, der Kiewer Zentralmacht wird guten Willen bescheinigt, weil sie angeblich runden Tischen zugestimmt hat, aber ohne eine Vertreter aus der Ostukraine. Was bedeutet dann bedeuten solche runde Tische? Ja, nichts, Herr Scharoknyi. Das kann man einem Grundschüler beibringen, dass das nicht geht. Ja, kein Grundschüler wird irgendwo hingehen, wenn man ihm dann sagt, wenn du ankommst, kriegst du eine Ohrfeige. Ja, und es ist doch ganz klar, dass eine ostukrainische Delegation aus den Volkswehrgebieten möglicherweise gar nicht mit dem Leben davonkommt, wenn sie es wagen sollte, nach Kiew zu reisen. Es ist mir ja auch nicht bekannt, dass das Kiewer Interimsputschregime der Ansicht wäre, wir müssten jetzt mit allen anderen Kräften in den Osten zu den Volkswehrgebieten reisen. Das wäre bei weitem sicherer für alle Beteiligten. Also das ist doch ein sehr interessanter Punkt. Der nächste Punkt, und da gibt es ja nun genügend Beispiele, nicht? Die Toten, die Verschwundenen, die Gefolterten und so weiter. Und es gibt allerdings auch Aktivitäten auf der Gegenseite. Und natürlich, das muss man der Wahrheit halber sagen, ist zum Beispiel im Donetsk-Gebiet der Oberbefehlshaber schlicht ein russischer Oberst, ja. Das ist wohl auch eine klare Sache. Aber das ist ja sozusagen ein Hustenbonbon gegen das 5-Milliarden-Geschäft mit Hunderten von CIA-Agenten und einem anreisenden CIA-Chef in Kiew, was die USA betreiben. Und jetzt haben wir ja das Wichtigste noch gar nicht besprochen, nämlich was eingangs besprochen war oder angesprochen war, dass Kiew angekündigt hat, dass die Militäroperation, nochmal, sie besteht aus regulären Truppen, aus Sondereinheiten und aus Nazi-Killerbanden, alle drei zusammen, war wunderbar, dass die nun weiter gegen die Volkswehrgebiete marschieren sollen. Solange das nicht aufhört, solange diese Nazi-Killer-Truppen nicht völlig entwaffnet sind, kann es doch einen solchen runden Tisch gar nicht geben. Das Ganze halte ich einfach für eine ganz miese, dumme PR-Show. Wenn die Regierung ehrlich wäre, sie würde Soldaten und, Sondereinheiten daran setzen, nach einer Absprache mit dem Chef dieser Truppen, sie zu entwaffnen. Das Problem ist, sie stellen einen Vizepremier, ja, sie stellen den Generalstaatsanwalt, was man hier in Deutschland den Generalbundesanwalt nennen würde. Und sie stellen allerdings auch Chef und Stellvertreter des Nationalen Sicherheitsrates, ja, diese Leute. Und die müsste man sämtlich aus der Regierung entfernen und entwaffnen, denn sonst hat man ja gar keine Sicherheiten.
Und das käme sozusagen einer Art zweitem Putsch gleich. Und diese Art Dinge, dazu ist dieses Regime gar nicht in der Lage, denn sie würde automatisch den Draht abschneiden zu den absolut loyal bewaffneten Truppen, die von der CIA angeleitet, ausgebildet, zum Teil in Polen und so weiter, diese ganzen Verstrickungen sind bekannt. Das ist die Lage. Um es kurz in einem Satz zusammenzufassen, dieses eine illegale, illegitime Putschistenregime in Kiew ist nicht in der Lage, die Mörderbanden, denen es seine Macht verdankt, jetzt die Waffen wegzunehmen. Das ist das Problem. Es ist unlösbar. Und jeder, der das nicht sieht oder irgendwie daran vorbeigeht, hat keine Wahrheit im Sinn und keine ernsthafte, ehrenvolle Lösung im Sinne der Bevölkerung der Ukraine, sondern der möchte nur sein Machtspielchen weitertreiben. Also ich weiß nicht, welche Erwartungen man hat, aber ich habe da an diese Leute gar keine Erwartung. Wir haben ja solche Einigungsversuche auch in Syrien gesehen. Da ist eine deshalb ähnliche Schweinerei im Gange, weil der Westen immer weiter Politik betreibt unter Leugnung der Tatsachen. Wenn man sich über die Tatsachen nicht verständigen kann, wird es sehr schwierig, sich zu verständigen über einen Ausweg aus der Lage. Und deswegen gibt es diesen Ausweg kaum. Und insofern habe ich eben keine Hoffnung. Sollen Sie es gerne versuchen? Ich würde nie dagegen raten, dass man alles Mögliche versucht. Aber im Prinzip geht es immer um das Gleiche. Eine Seite möchte eigentlich keine Lösung und alles, was man dann versucht, ist so ein, wie soll man sagen, hilflos wirkendes Gezappel, währenddessen das Morden im Land und die Unordnung, das Chaos einfach weitergeht und dass dies hier ja nicht Orangene Revolution 2.0 ist, sondern Libyen, Syrien 2.0. Das haben wir schon besprochen und das ist den allen beteiligten Beobachtern klar. Herr Horst, wenn Sie sagen, dass eine Seite keine Lösung anstrebt, was will dann diese Seite? Ich glaube einfach, der Westen hat mit diesem zweiten Putschversuch in der Ukraine seine Karten überreizt. Man wollte eigentlich die Macht haben, man wollte eigentlich Russland von der Verteilung seiner Energierohstoffe abschneiden in einer gewissen Form und fühlte sich da relativ sicher, wenn man nun die Ukraine übernehme. Und man war sich nicht klar darüber, dass Russland praktisch parallel, das wissen wir eigentlich genau seit gestern Morgen die Süddeutsche Zeitung rauskam und sagte, dass dieser Oberst Girkin, der jetzt Strelkov sich nennt und im Donetsk-Gebiet das Militär der Volkswehreinheiten leitet und sämtliches Sicherheitspersonal unter sich hat, dass der vor über einem Jahr, das kann man offen nachlesen offenbar, in einer Tagung gesagt hat, man wird mit kleinen, begrenzten Aktionen über den gesetzlichen Rahmen hinaus, also im ungesetzlichen Bereich, auch Mordaktionen, da war er ganz offen, wird man die Lage versuchen, in irgendeiner Form zu stabilisieren und zu retten, nicht mit einer großen Militäraktion. Das hat er der russischen Führung geraten. So ist es überliefert von der Süddeutschen Zeitung. Ich halte das für absolut realistisch. Und das ist praktisch passiert zu einem Zeitpunkt, an dem wir auch wissen, dass in Polen bereits die Nazi-Killer-Truppen ausgebildet wurden. Das ist wirklich ein faszinierendes Schauspiel. Die eine Seite plant einen Putsch und die andere Seite plant eine Art Gegenwehr. Russland hat nicht die Absicht, diesmal zurückzustecken. Es gibt nicht mehr ein Russland, das immer zurückweicht und das sich alles vom Westen bieten lässt, wie in den zig Jahren davor, seit dem Niedergang der Sowjetunion. Davon müssen wir ausgehen. Das hat Washington verschlafen. Es ist sich nicht bewusst gewesen, wie stark die Gegenreaktion Russlands sein könnte und vor allem auch, wie offen die Bevölkerungen in den westlichen Ländern sind für die russischen Argumente trotz eines noch nie in dieser Stärke dagewesenen Mediengeheuls. Und lieber Herr Schirokny, wir wissen, worüber wir reden, denn wir haben das Mediengeheul über Herrn Assad gehört, nicht wahr? Vielen Dank, Herr Hotter, für diese Einschätzung. Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schirokny.